Bonjour YouTube und willkommen auf C'est la vie de Flo! Heute ist ein Video ein bisschen unterschiedlich von was ich normalerweise mache. Also es ist ein Haul, aber es gibt nicht so viel zu essen drin. Es gibt ein bisschen zu essen, aber nicht so viel. Aber ich habe gedacht, warum nicht? Heute, ich habe wirklich viel gekauft. Ich brauchte Schuhe für meinen Jungen, weil leider letztes Mal, dass wir haben ihm Schuhe gekauft. Er war im Schläfchen in seinem Kinderwagen und wir haben die Schuhe nicht probiert. Und die sind alle wirklich schwer auf seine Füße zu machen, richtig schwer. Und er fängt bald in Kita an, also für uns das war okay, dass wir verlieren 10, 15 Minuten, um seine Schuhe auf seinen Fuß zu haben. Aber jetzt, er geht bald in Kita an und es muss dann schneller gehen. Deswegen, denn ich hatte gedacht, okay, dann ich gehe in Schuhcenter im Zitadelle, weil die haben da wirklich richtige, gute, tolle Preise. Ganz in der Nähe von diesem Schuhcenter gibt es eine Aktion. So, ich habe mir gedacht, okay, dann ich werde nach Aktion gehen. Und auf dem Weg zurück, mein Junge wollte immer noch nicht schlafen, weil es war jetzt schon Zeit für sein Schläfchen. Ich habe mir gedacht, ja, und ich brauche heute auch unbedingt, es war geplant, dass heute ich gehe nach Edeka, um Getränke zu kaufen. Und ich habe es auch geschafft. Und ja, das sind dann die drei Geschäfte, die ich habe gemacht. Schuhcenter, Aktion, Edeka, und ich möchte gerne euch zeigen, alles was ich habe gekauft. Diesmal, ich werde nicht die Preise schreiben, ich werde die einfach sagen, weil es geht schneller so, denke ich jetzt, weil ich habe nicht so viel gekauft, und für Schuhcenter ist es alles geschrieben, schon an die Schuhe, so ich kann es wirklich direkt sagen. Für Edeka, ich habe nur 4 verschiedene Artikel gekauft, in größere Menge, aber ja, das ist jetzt okay, und bei Aktion kann ich kurz nehmen und einfach lesen. Und auch, ich werde keine Keto-Ampel benutzen und ich werde einfach direkt sagen, ob es ist für mich gekauft, ob es ist Keto oder ob es ist mehr für meinen Mann oder für meinen Jungen gekauft. Nee, was zu essen ist nur für meinen Mann oder für mich. So ja, falls es ist für meinen Mann, dann ich werde es sagen, das bedeutet, es ist gar nicht Keto, und wenn ich kann es essen, ich werde es einfach laut reden und sprechen. Und ja, so, wir fangen jetzt direkt an mit den Produkten, die ich habe gekauft bei Edeka. Ich habe 10 davon genommen. Das ist eine Energy-Getränk. Also es gibt extra Koffein drin und mein Mann liebt die, und die kosten nur 35 Cent. Deswegen, nein, ich kaufe die in Menge. Ich mag besser, dass er trinkt diese, als die kosten 1,55 Euro, dass er wirklich mag. Es ist schwarz und es ist mit Acai-Geschmack und die sind extra teuer und die sind extra billig. So, ich kaufe die wirklich. Deswegen einmal pro 2 Wochen, ich gehe zu Edeka, um diese Typ Getränk zu kaufen. Dann, ich wollte auch für mich ein paar kaufen, weil die haben diese Typ für mich. Das ist ein Zero, das kann ich trinken als Keto. Leider, die hatten nur eins, so ich habe nur einen gekauft. Aber schon eines ist gut. Und ich trinke nicht so oft Energiegetränk wie mein Mann. Weiter jetzt, das ist für meinen Mann. Ich habe 2 davon genommen. Haferdrink Soja, er trinkt das. So, es ist Haferdrink mit Soja. Und es kostet 1,49 Euro pro Flasche. Es ist dann keine Flasche. Ich weiß nicht, wie wir nennen das auf Deutsch. Auf Französisch würde ich sagen Brique de Lait. So ja, das ist für meinen Mann. Und dann, ich habe die für mich genommen. Ich habe 5 davon genommen. Die sind 1,15 Euro. Also es ist billiger als den von Rewe, die direkt in der Nähe von mir ist. Und es ist, ich denke, derselbe Preis als bei Aldi. Und das ist näher dran und einfacher für mich bei Edeka. Und ich finde diese Milch lecker. So, papa, das ist für mich. Das ist jetzt alles für Edeka. Wie gesagt, das war einfach bei Edeka nur Getränk. Normalerweise, ich wollte auch Wurst, aber es war so eine große Schlange bei Wurst. Ich denke, zumindest 15 Personen vor mir. Ich habe mich gedacht, nein, das kann ich nicht. Jetzt, wir machen weiter mit Schuhcenter, weil es gibt auch nur 4 Artikel. Ich habe 2 Schuhe in 23 gekauft. Die habe ich alle probiert und mehrere als das probiert. Ich brauche nur 2 Paar Hausschuhe, einen in 23 und einen in 24, und 2 Paar Schuhe, die zu sind. Einfach weil für 23 habe ich schon ein paar Sandalen bekommen von einer Freundin. So, ich habe mich gedacht, ich brauche nur ein paar, die total zu sind, und die 24, ich weiß nicht, wann mein Junge wird dann 24 sein, so deswegen, ich habe ihm noch keine Sandalen gekauft. Also, erste Paar Schuhe sind die hier. Die habe ich wirklich gemocht, weil es gibt diese kleine Dinosaur. Es sieht ein bisschen wie eine Drache, und ich mag Drache für meinen Jung. Odin, die kosten 39,95 €. Die sind die teuersten, die ich habe genommen. Aber die sind toll. Er hat gut gelaufen drin. Die sind ein bisschen okay so. Ne? Die sind nicht zu hart. Das ist perfekt.
Dann ich habe Hausschuhe und wenn ich habe die gesehen und ich habe die gemocht. Es war auch eine Variante. Und leider es war nur in zu klein, es war nur in 22, aber es war eine Variante mit einer Trage, genau die. Und ich habe die wirklich gemocht, aber leider es war nur in 22 so. Dann ich habe die Löwe gekauft. Gelb ist meine lieblingste Farbe, also es ist schon okay. 19,95 Euro. Diesmal für 16,95 Euro. Ich habe die hier gekauft. Ich finde die toll, mit kleinen Füchsen und so. Er hat die probiert, auch wenn die sind ein bisschen zu groß, aber es war wirklich einfach zu machen. Also es ist richtig, nicht alle mit Scratch. Ich nenne das Scratch. Ich weiß nicht, wie wir nennen das auf Deutsch, aber für mich ist das ein Scratch. So, wir sagen ein Scratch. Auf Französisch. Nicht alle mit Scratch sind einfach zu auf seinen Fuß zu machen, aber die waren einfach einzuziehen. Deswegen, ich habe die genommen in 24 schon, weil ich finde die total süß mit kleinen Fuchs und so und die sind so süß und sind ein bisschen schwerer, ne, zu laufen, aber nicht so schwer, wie ich mir dachte, wenn ich habe die für erstes Mal gesehen. So, deswegen habe ich die genommen. Und dann Hausschuhe in 24, weil die Kita fragt für Hausschuhe und ich dachte mir, er ist jetzt 23, bald wird er 24, besser jetzt beide zu nehmen. So, die kosten nur 9,95 Euro. Die sind einfach süß mit einem kleinen Elefant. Ja, die sind einfach süß mit einem kleinen Elefant. Und ja, warum nicht? Normalerweise der richtige Preis hier war 12,95 Euro. Ja, diese Schuhcenter, die haben alle Schuhe mit reduzierten Preisen. Zum Beispiel die hier werden normal 19,95 Euro. Und die hier normalerweise wären für 49,95 Euro. So, ich habe die 10 Euro billiger bezahlt. Und die hier wären normalerweise 24,95 Euro, so 5 Euro weniger bezahlt. Okay, das ist jetzt alles für Schuhe für mein Jung und von Edeka. So, jetzt wir machen weiter mit Action. Ich wollte nach Action, weil wirklich das Artikel, das ich wollte unbedingt kaufen, weil ich habe darüber gehört, ja, ich habe ein paar Videos geguckt von Action Hall. Auch wenn ich mag nicht, ich mag diese Geschäft, aber ich mag es nicht, weil ich finde es nicht so toll für Umwelt und ich mag kein richtige Hall, wenn Leute kaufen nur einfach viel und die kaufen Dinge, das die nicht wirklich brauchen. Ich weiß nicht, ich denke, ich habe gekauft ein paar, nur Sachen, die ich brauche und ich hoffe, dass, wenn ich sage, dass es ist wahr, ich habe das Gefühl, dass es ist die Wahrheit, so, das ist was Wichtige ist, so, was ich brauchte. Ich brauchte das, diese Dokumentfolder, Ordner, 13 Fächer mit Einsteckfach und ich finde das richtig toll, weil ja, hier, ich kann alles gut ordnen, weil ja jetzt für alle Dokumente für meinen Jungen, ich habe noch keine richtige Folder für ihn und ich finde, dass es ist jetzt die perfekte Größe, das wird wirklich toll, es wird mir helfen, um alle seine Dokumente reinzutun. Ich habe für mich und für meinen Mann was Größeres und dann, das wird jetzt für meinen Jungen und das ist toll. Und das war 2,99 Euro. Ich finde, das ist ein toller Preis. Ich habe schon gesucht bei MacGuys, weil ich gehe, es ist einfacher für mich, in eine MacGuys zu gehen, aber ich habe das noch nicht gesehen. So, deswegen, ich habe es genommen. Dann, ich habe, Glue genommen. Ich weiß nicht, ich habe eins oder zwei. Nee, ich habe zwei davon. Zweimal Glue genommen. Das war weniger als 1 Euro pro Artikel. 59 Cent für diese Sekundenkleber. 59 Cent pro Packung. So, ja, das ist toll. Dann, ich habe das genommen, weil wir brauchen ganz oft Kleberband. 75 Cent für 6 Stück von Kleberband. Ich wollte auch normalerweise eine schwarze, größere Kleberband, habe ich leider nicht gefunden. Und ich hatte auch bei MacGuys gesucht letztes Mal und ich habe es nicht gesehen auf schwarz. Und ich brauche es wirklich auf schwarz, nicht auf eine andere Farbe. Deswegen habe ich dann keine gekauft, weil das ist nicht, was ich brauche. Dann, ich habe das gefunden für meinen Jungen. Also das war damit, aber Dinosaur, also Dinosaur. Langhals, hat mein Mann gesagt. Wir nennen ihn Diplodomacus auf Französisch. Und mein Junge hat er toll gefunden. Und er war, das war ein Moment, wo er ein bisschen geweint und so. Und ich habe probiert, ich habe ihm gegeben und er war sehr groß. So, dann ich habe es gekauft. Es war 2,99 Euro. Dann ich habe, das ist für meinen Mann, einmal Red Bull White. Ich habe es genommen, weil es ist Kokos und Blaubeeren. Und ich dachte mir, ja, er wird es mögen. 1,19 Euro.
Der ist wirklich, wirklich teuer. Teuer als die ich habe bei Edeka gekauft, ne? Ein anderes Produkt, das ich wollte unbedingt von Action kaufen, weil ich habe ganz oft gesehen in Video andere Leute, die haben gesagt, dieses Produkt ist toll, ist dieser Grillreiniger. Ich werde es benutzen, ich habe keinen Grill, aber ich werde es benutzen für meinen Ofen. Mein Ofen selbst ist geputzt. Es ist mehr die Platte, die gehen im Ofen, die sind richtig, 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 richtig nicht gut. Die haben wirklich viel, viel verbrannte Fett. Das habe ich gehört, ist richtig toll, um das wegzumachen und so. So deswegen habe ich es gekauft. Das kostet 1,39 Euro. Und um mir zu helfen, ein bisschen wegzutun, habe ich das hier genommen und das hier kostet Grillbürste 3 in 1, ja, weil es gibt den Scratch hier, dann es gibt das hier, diese kleine Metalldinge, und dann es gibt das hier, das ist ein bisschen mehr Bürste ist was anderes. 1,41 Euro. Was toll ist mit Action, dass sie haben wirklich gute Preise. Dann, ich habe das für meine Toilette gekauft, aber ich weiß nicht, ob es wird gut, aber es war nicht so teuer, so ich habe mir gedacht, warum nicht. Ich habe das hier gekauft, diese Bürste. Weil ich sage immer Brust, aber es ist nicht Brust, so Bürste. Die ist toll, weil jetzt kann ich, was die Leute sagen, weil ja, ich habe das auch von anderen Videos gemerkt. Also zuerst ist es diese Silikon-Dinger, wo viele Leute sagen, das ist wirklich einfacher dann zu putzen und so. Und das ist viel besser. Dann, ich kann es nur einfach montieren. Ich mache es jetzt direkt vor der Kamera. Ab. So, und das macht es auch, dass es toll ist, weil hier, tada, das können wir wegmachen zu den Flüssigkeit, das kommt von, wenn wir putzen, nämlich in die Toilette, geht direkt rein hier und das können wir einfach wegschmissen und so und pfuck. So, ja, ich habe mich gedacht, warum nicht, ich werde es probieren. Mal sehen, ob es passt gut mit meiner Toilette, weil das Problem ist, dass ich habe diese Typ niederländische Toilette und ja, das ist ein bisschen komplex. Das war 3,49 Euro und ja, deswegen habe ich es genommen. Dann weiter, ich habe das hier gekauft, es ist toll gegen Mücken. Ja, so ich habe es genommen, 1,69 Euro, Zitronella. Dann, ich habe das genommen, einfach weil die Maschine für meine Katze haben keine Batterie mehr bald. Und das ist genau die Batterie, die sie brauchen, diese Baby-Batterie C2. So, ich habe 4 davon genommen. Die Batterie bei Action sind wirklich, wirklich viel billig, finde ich. Und die kosten 5,96 Euro für alle, so 1,49 Euro pro Stück. Perfekt. Dann, ich wollte unbedingt das probieren, diese Endless Scent. Und es war 2,97 Euro. So, mal sehen, ob ich es mag. Also, ich mag den Geruch, aber mal sehen, ob es bleibt auf die frische Wäsche. Dann für meinen Mann und vielleicht für mich, wenn ich werde aufhören, eine kleine Pause in meine Keto tun. Ich habe diese Wasabi-Nüsse gekauft. Die haben wirklich viel zu viel Kohlenhydrat für Ketos. Das ist nicht möglich als Keto, aber das ist richtig lecker. So Wasabi Peanut, es ist sehr spicy. Das kostet 1,59 Euro. Dann auch für meinen Mann, weil das kann ich nicht essen als Keto. Diese Hot Mix, Flaming Hot Mix. Ich denke, er wird es mögen, ist ein Typ asiatisch. Hier, die nennen es auf den Snack of the World. So Snack des Welt, 1,99 Euro. Und das habe ich mehr für mich gekauft, aber nicht um so zu essen, einfach zu benutzen für ein Rezept für Knäckebrot. So diese Sunflower Kernel, also Sonnenblumenkerne, die kosten 99 Cent für 275 Gramm. Dann, ich habe das gefunden, auch für meinen Jungen. Ich habe ihm eine Wahl gegeben zwischen zwei und er hat die gewählt. So diese Stickers, auf Deutsch Aufkleber, und das kostet 99 Cent. Und letzter Artikel, und ich weiß schon, dass es kostet 4,99 Euro. Tada! Diese magnetische Tafel, ich werde es benutzen, um vielleicht Menü oder so zu schreiben. Puh.
Das ist jetzt alles für mich. Ich habe am Ende bei Axiom 36,81 Euro bezahlt. Ich hatte nicht vor, so viel zu kaufen, aber am Ende, ich bin immer noch sehr, sehr froh, wenn ich sehe, alles, was ich habe gekauft, das ist alle Dinge, die ich brauche und sind nicht total nötig. Zum Beispiel die weiße Bürste, wir haben schon eine, aber ich wollte es einfach probieren, seit ein paar Wochen und ich bin sehr froh. So, das ist jetzt alles für dieses Video. Falls ihr habt es gemocht, über ein Like, ein Share, ein Comment, würde ich mich sehr freuen. Falls ihr habt noch kein Abo auf meinem Kanal, aber ihr mag einfach meinen Typ Content, ich würde mich sehr freuen auf ihre Abo. Und schon, dass ihr habt dieses Video geguckt zu Ende. Vielen tollen, herzlichen, lieben Dank. Und ich sage jetzt Tschüssi. Ich mache es ein bisschen auf YouTube, so ich kann meine Dinge hier und so haben. Tschüssi.